Austausch mit den Konsumenten ist es so, egal worüber wir reden, es kommt immer das Thema Wasser durch und das ist ein Thema, was wir klären wollen. Also, dass halt Wasser viel zu viel abgepumpt wird, wie in Vittel, und dass es halt große Probleme mit dem Grundwasser gibt. Ich erwarte von den Beiräten, dass sie ehrlich zu uns sind, dass sie Kritik üben, dass sie alles offen ansprechen, dass sie unsere Sparringspartner werden auf dem Weg in die Zukunft. Ich habe mich gewundert, es kann irgendwo nicht sein, dass sich Nestlé, der ja immer der Böse ist, sich sein eigenes Grab schaufelt. Es ist immer einfacher, eine Kritik anzubringen und zu sagen, ihr seid böse, ihr seid schlecht, aber eine Lösung habe ich nicht. Eine Erdkugel, die wir haben, und die Ressourcen, die vermehren sich nicht. Im Gegenteil, da muss man sehr sorgsam mit umgehen. Weil das Tolle an dem Verbraucherbeirat ist ja, dass sie uns zwar gut kennen und wir auch schon zum Teil sehr lange zusammenarbeiten, aber dass wir sie sehr gut einbinden können. Also wir sehen den Verbraucherbeirat ganz klar mit dabei in der Initiative. Wir sehen das Involvement vom Verbraucherbeirat und sie werden bestimmt einen großen Teil leisten, auch diese Initiative mit voranzutreiben. Vor Jahren haben wir im Rahmen dieser Q4-Initiative haben wir schon sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Da war Müll auch schon mal ein großes Thema, was von uns aber dann auch leider nicht mehr so weiterverfolgt wurde, weil es bei uns gar nicht wichtig war, ne? Und da sehe ich auch uns als Verbraucherbeirat in der Pflicht. Man darf nicht vergessen, es ist ein Lebensmittelkonzern, der tausende verschiedene Produkte produziert. Die müssen alle so gut haltbar wie möglich und sicher wie möglich verpackt werden. Das ist ein zweischneidiges Schwert, das ist nicht so einfach. Nachhaltig zu denken ist eine Sache, das ist ein großes Regelsystem. Wenn man an einem Rädchen dreht, muss man 20 andere auch mit wieder einjustieren. Es sollte jeder mal wirklich in seinem Haushalt nachgucken, was er alles aus Plastik hat, die Shampoo-Verpackung und. Und ob man da nicht mal persönlich anfangen kann, irgendwo was einzusparen. Also jetzt vor allem vorher war es für mich immer so, Nestlé macht gar nichts dafür. Es ist alles schlimm, was sie machen, egal was sie tun werden. Es wird alles immer schlimmer machen. Und ich sehe jetzt schon, dass Nestlé da sehr, sehr doll versucht, sein Verhalten zu bessern. Ich freue mich nachher auf den Manager-Workshop, weil man dann aus verschiedenen Bereichen auch mitkriegt, wie ändert sich Nestlé, wo sind weitere Einsparungen möglich, wie kann ich weitere Ressourcen sparen, diese ganzen Bemühungen intensivieren. Und da ist man so als Verbraucherbeirat eben doch so ein kleines Rädchen mit. Der Verbraucherbeirat hat für uns eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Wir müssen lernen, ein bisschen mehr zuzuhören, auch auf kritische Fragen zuzuhören. Da kann uns der Verbraucherbeirat helfen, dass wir wieder menschlicher werden, unser Bild, was viele Menschen da draußen von uns haben, auch wieder ein bisschen anzupassen und ehrlicher zu machen. Es ist, also aus meiner Sicht ist es wirklich authentisch, aber natürlich ist ein großer Teil davon auch eine Imagekampagne, weil sonst kriegt das ja auch niemand mit, dass da überhaupt was gemacht wird und da muss man ja für werben.